So, Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Valheim. Es ist halt wieder Nacht. Übrigens, weil, ja, wenn man hier irgendwie so Pause drückt, sozusagen, ich glaube, es geht einfach weiter, gefühlt. Und speichern tut er, glaube ich, auch automatisch oder so. Also, natürlich jetzt nicht so gut. Viel Holz haben wir auch nicht mehr, aber wir müssen immer noch. Aber ich glaube, ich kann ja, den und. Nee, kann ich nicht. Zum Beispiel das und das geht, aber einen Hammer kann man nur so in die Hand nehmen. Hier ist ja so eine Lücke, ne? Das ist hier nur ein bisschen doof, weil das hier nicht dicht ist. Eine halbe Wand vielleicht mal. Weil hier können wir natürlich noch eine ganze. Wie mache ich das denn? Ich habe ja hier halt hier eine Treppe. Oder ist das schlecht sozusagen für den Anfang? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen das ja irgendwie dicht kriegen. Ich fange auch noch an zu frieren. Ich habe ja keine Axt mehr. Nicht genügend Steine. Shit. Ja, ich glaube, wir liegen auch genug rum. Theoretisch. Paar Stelzen steht das da. Also von oben sieht schon nice aus, ne? Zu stabil die Eiche, ja, das habe ich mir fast gedacht. Dann können wir nur Buchen fällen, ne? Löwenzahn. Was können wir eigentlich auch essen? Weiß ich nicht. Ja, die Ausdauer ist natürlich dann im Arsch, weil wir frieren. So, erstmal den Baum stumpf. Das ist gerade ziemlich ruhig hier in der Nacht, ne? Aber das ist echt ärgerlich, dass man die Werkbank nur benutzen kann, wenn ein Dach ist, um. Da habe ich schon ein bisschen komisch gebaut, vielleicht für den Anfang. Ne? Weil ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das zukriege. Ist trotzdem kalt, trotz der Fackel, ne? Ich höre mal komische Geräusche, als wenn hier jemand rumläuft oder so. Ah, es ist nicht viel Holz, aber naja, ich hab. Ich will das jetzt mal fertig kriegen da. Ja. So ein bisschen. Was heißt fertig, aber. Ja, ihr wisst schon. Und die kann ich eigentlich abreißen. Wegen so ein bisschen Holz. Hier hinten, hier geht es. Ach so, warte mal. Ich muss ja da irgendwie. Ja, müssen wir gucken, wie wir da wieder rauskommen. Schade, ihr seht jetzt wieder nichts. Aber ich auch nicht, ehrlich gesagt.
richtig? So sehe ich dann, sehe ich das ja nicht. Mist. Das ist hier nicht möglich, was? Ist doch möglich. So, was sagt jetzt die scheiß Werkbank? Hallo? Handwerkstatt nun benötigt. Als wenn hier kein Dach ist, oder was? Du mich verarschen willst, ne? Ich komme hier nicht mehr raus gerade. Doof, man sieht ja halt auch nichts. Gibt es so, oh nein. So komische Schrägen, nee. Es ist doch im Prinzip dicht. Warum sagt er denn, ich brauche ein Dach? Es ist doch ein Dach da. Ich verstehe das nicht. Man kann auch mal Fenster haben. Dann geht es. Wieso? Warum jetzt? Oh, Alter, sieht das gerade alles blöd aus hier. Jetzt muss ich natürlich erstmal auch wieder rauskommen können, ne? Wie mache ich das denn? Geht immer noch. Aber warum geht es jetzt und warum ging es eben nicht? Muss ich die Werkbank, nachdem ich ein Haus gemacht habe, machen? Kann ich hier eigentlich ein Dings, ein Lagerfeuer, ein Ding, fehlende Voraussetzung, ja. Die Steine, aber ich weiß nicht, ob das im Haus geht. Fackel ist auch bald leer. Steine finde ich gerade nicht, es ist sehr dunkel. Spannend ist gerade was anderes. Keine Musik natürlich. Mit Maus nervt mich auch gerade. Mann. Die ist kalt. So kalt.
Wird gespeichert. Okay. Mal wenn es am nächsten Tag ist wahrscheinlich, oder was? Die wird wärmer. 5 Steine haben wir. Können wir auch das Ding. Nennt sich auch Lagerfeuer. Das ist hier nicht möglich. Naja. Aber irgendwie brauchen wir auch, glaube ich, noch ein Lagerfeuer. Das war das irgendwie so. Und für ein Bett oder so. Apropos Bett, ja. Hallo, was sagst du? Hugin. Ein Kopfpolster für die Erschöpften. Verbringe die Nacht in einem Bett, um gestärkt und voller Energie zu erwachen. Eine weitere Verbesserung deines Eigenheims würden ein paar Kisten darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzausrüstung vorrätig zu haben. Nur für den Fall, dass dir während deiner Erkundung irgendwas Unvorhersehbares zustoßen sollte. Ja, wie war, wie war. In Besitz nehmen. Spawnpunkt gesetzt. Da könnten wir auch die Nacht verbringen. Das kommt jetzt, wo es hell ist, ne? Naja. Das sieht auch alles nicht so toll aus hier, ne? Ach so. Wir sollen ja auch mal an die Werkbank gucken oder sollten. Es ist auch ganz schön dunkel hier, ne? Verlumptes Hemd repariert. Keule repariert. Ach, du machst alles. Okay. Alles klar. So, dann könnten wir auch eine Hacke machen. Werkzeug des Bauern, um den Boden zu ebnen. Ja, zerlumptes Hemd, zerlumpte Hosen. Upgrade. Okay, können wir verbessern. Steinaxt. Warum sind hier mehrere? Achso, der zeigt meine ganzen an, okay. Blöd, dass ich jetzt auch mehrere habe, obwohl ich gar nicht mehrere brauche, ne? Naja. Nein. Eine Kiste. Aber es sieht hier sowieso alles ein bisschen blöd aus. So können wir das ja nicht lassen. Da ist auch nicht viel Platz drin, ehrlich gesagt. Gut. Zerlumptes Hemd. Hatte das aber. Habe ich das an oder nicht? Keine Ahnung. Lederreste. Buchensamen, Harz. Das packen wir alles mal hier rein. Und das auch. Den Rest weiß ich gerade nicht. Was ist mit dem Fleisch? Koch schmeckt es besser, das glaube ich. Kann ich das da nicht reinziehen? Oder wie koche ich? Holzstoß, Steinhaufen. Kochstelle. Muss ich die darüber packen, glaube ich, ne? Gegenstand kochen. Achso. 2 Stück. Macht automatisch das Fleisch. Okay. So lang bin ich auch nicht. Das sieht aber ganz schön. Guck mal, die Sonne und so, das sind schon ganz nice. Oder der Baum und so. Und die Nacht. Da sind auch noch die Sterne. Und viele Sachen sehen nice aus. Aber manchmal so, wenn so. Der Charakter ist halt sehr wenig hochauflösend, ne? Sagt ihm auch an, wann das fertig ist, hoffe ich. Okay, mehr Holz haben wir gerade sowieso nicht. Hätte ich einfach so nehmen sollen, aber das wurde mir nicht angezeigt. Na toll. Jetzt haben wir Kohle. Wow.
Versuchen wir es nochmal. Ich gehe mal davon aus, dass wir das Hemd anhaben. Wo muss ich da irgendwas drücken? Ablegen. Okay, anlegen. Alles klar. Das sieht doch schon fertig aus, oder? Gekochtes Fleisch. Gesundheit 40, Ausdauer 30. Okay, machen wir mal auf die 6. So. Dann noch eine Himbeere hinterher. Können auch nicht gucken, wie viel wir jetzt wieder hochheilen oder wie auch immer. Brennt es auch irgendwann aus? Ich weiß es nicht. Ja, und das hier sieht natürlich... Aber es hat jetzt zumindest geklappt und es ist natürlich aber alles vollgequetscht. Ich kann nicht mal durchlaufen. So. Habe ich jetzt nichts wiederbekommen? Muss ich auch aufsammeln, ne? Uga, uga. Ich will immer Uga sagen, aber es ist ja keine Steinzeit hier. So, wir brauchen natürlich wieder mal Holz. Das bleibt hier nicht aus. Wir müssen das auch... Also wir müssen jetzt schon dringend wieder das Haus vergrößern. Das ist ja viel zu klein, ey. Das Fleisch kommt noch von den Wildschweinen, glaube ich. Hallo. Willst du aufs Maul? Ja, willst du. Da ist noch einer. Und hier sind auch noch Himbeeren. Reh, okay. Hier ist noch ein Stein-Dings. Runenstein. Eva 1 Astrid, Schildmeid des Waldes. Ich weiß nichts mehr über mein Leben, bevor ich hier erwachte. Doch mein Arm erinnert sich des Schwertes und meine Augen erkennen den Flug von Pfeilen. Und nun leiten mich die Raben. Heute kämpfe ich in Odins Namen gegen Biester und Bestien. Ein Haus aufstellst, ne? Aber es ist vielleicht nicht schlecht, weit genug vom Wasser entfernt zu sein und wir sind erhöht. Aus Gründen, also weil das Wasser auch noch steigen kann, glaube ich. Ich muss gerade sagen, wer ist denn hier immer? Du bist das. Oh, 67 haben wir gerade. Fleisch ist natürlich gut, aber brauchen wir mehr von. Aber Kohle können wir auch gebrauchen. Zwischendurch mal verbrennen lassen oder so. Aber Kohle kriegst du bestimmt auch noch woanders her. Na, ich glaube, die Folgen werden dann wohl doch tatsächlich täglich kommen. War auch mein erster Gedanke. Und es wird sich wohl bei 25 Minuten ungefähr so einpendeln. Plus, minus, ne? Federn. Okay. Wo immer die Federn jetzt herkommen. Irgendjemand kocht hier was. Im Real Life. Ah. Wenn ihr das hier seht, war das vorgestern. So. Immer noch eine Session. Ich sollte nicht zu viele kleine kaputt hauen, ne? Aber egal, ich weiß ja nicht, wie weit wir uns ausbreiten und so. Also ich sorge schon mal vor. Hust. Aber das Bausystem ist ganz nice, aber man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Und ja, perfekt habe ich gerade halt nicht gebaut. Wir müssen auf die Stabilität achten. Also
Der zeigt ja manchmal rot oder gelb an. Bei rot geht's halt dann kaputt. Ist aber auch interessant. Die ist zu stabil. Wie deine Mutter. Nein. Dann würde ich niemals erschlagen werden und bereue es gesagt zu haben, weil es wird bestimmt irgendwann mal passieren. Aber wie so ein Zahnstocher hier, ne? So ein riesiger. Na gut, Ersatzachs könnte auch nicht schaden, ne? Mal reparieren. Ich meine, das kostet nichts, stand jetzt. Aber vielleicht ändert sich das ja auch noch irgendwann. Bam. Okay, warte. Na, ein bisschen rumhüpfen können wir auch mal. Einmal reparieren. In unserem wunderschönen Haus. Bam. Das geht eigentlich sehr leicht. Hier liegen noch Steine rum, können wir auch immer gebrauchen. Die sieht man immer nicht so gut, ne? Aber ja, Augen offen halten. Wir müssen natürlich auch mal demnächst mehr sehen von der Map. Also die ist ja noch riesig und wir haben noch nichts gesehen. Aber unser Haus ist mir auch halt noch zu klein. Und das ist ja noch, also das kann ich ja nicht so abliefern. Das soll ja auch nicht das Endergebnis sein. Ne? Was sagst du dazu? Nix. Okay. Apropos nix. Wo sind denn die Nixen eigentlich? Laufen wo mehr Gräulinge rum, okay. Ja, kann sein, dass diese Aufnahmesession erstmal nach dieser Folge endet und dann gucke ich mal, wie das mal bei euch angekommen ist. Schätze mal gut. Kann natürlich sein, dass ich offscreen auch noch mal ein bisschen Holz fälle oder sowas. Oder das öfter mal so vorkommt. Ist viel ein Grinden hier, so nennt man das. Also man kann auch ordentlich rumlaufen. Also lange. Und einfach nur farmen gehen, sozusagen. Holz sammeln, Stein sammeln. Oder was weiß ich, was es hier noch alles gibt, ne? Ist das ein Wildschwein? Ja, wir können noch ein bisschen Fleisch gebrauchen. Wie viel Holz haben wir jetzt? Oh, haben schon ein bisschen was wieder, aber es dauert halt, ne? So, der Mann mit der Keule kommt. Bam! Haben wir denn auch Fleisch gekriegt? Nee. Hä? Leder, ja, aber Fleisch, nein. Was sagt ihr dazu? Also hier mal bei den Wildschweinen, ne? Jetzt haben wir... Okay, das wird nicht immer gedroppt. Wildschwein-Trophäe. Nice. Ja, jetzt so langsam, wenn man ein bisschen mal gespielt hat, dann... Kann ich das langsam verstehen, warum das hier süchtig machen kann? Und die sind wieder Himbeeren. Wie gesagt, Grafik ist nicht die allerbeste. Die meiste Grafik sieht schön aus davon. Aber ein paar Sachen sehen halt nicht ganz so hochauflösend aus. Es passt aber trotzdem. Grafik ist nicht alles. So, sagen wir mal. Oder wie seht ihr das? Wie findet ihr die Grafik? Wie findet ihr das Spiel? Könnt ihr natürlich auch schon in anderen Folgen geschrieben haben, das weiß ich nicht.
So, den nehmen wir vielleicht nochmal auseinander, weil hier der noch rumliegt. Habe ich, glaube ich, vergessen. Ach so, das war der. Ups, okay. Wer haut denn hier so im Real Life irgendwo so... Oh, hier ist auch immer irgendwas laut. Vor allen Dingen, wenn ich immer aufnehmen möchte oder sonst irgendwas mache. Oder immer ein bisschen hinlegen oder sonstiges, ne? Okay. Haben ein bisschen Feuerholz reingehauen. Das brate ich mir noch zum Abschluss der Folge. Trophäe haben wir jetzt auch. Lederreste, Federn. Also wir brauchen auch schon mehr Kisten, würde ich sagen. Ja, ist alles nicht so optimal. Hätte ich auch anders bauen, die Dinger zuerst bauen sollen und so, ne? Wer ist denn damit? Ist es fertig? Ja. Vergammelt das eigentlich? Ich glaube bis jetzt nicht, ne? 2 HP pro Tick gibt das? Okay. Brauchen wir aber noch nicht. Und links ist auch dieses Rote angezeigt. Das wird nur noch wieder Himbeeren sein. Und braun ist das Fleisch. Also es ist noch jetzt gerade noch nicht notwendig, scheinbar. Naja. Kann ich mit Shift auch das alles... Ne? Kann ich anscheinend nicht. Schade. Okay, das ist dann so ein bisschen umständlich. Die muss man halt so reinziehen. Ist auch nicht das Problem. Und schon ist hier alles voll. Naja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Valheim. Vielleicht habe ich dann wieder ein bisschen gefarmt und habe mal geschlafen oder sonst was. Aber mal sehen, was wir dann beim nächsten Mal machen. Also es gibt, glaube ich, unendlich zu tun hier. Naja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.